Guten Abend. Herzlichen Dank. Dankeschön. Herzlichen Dank für die lieben Worte, Victor. Das täuscht natürlich nicht darüber hinweg, dass ich es absolut nicht okay finde, dass ihr Ende Jahr aufhört. Also, gerade du, Mike, als Bestatter, solltest wissen, es gibt also Sendungen, die man vorher beerdigen müssen, als die hier. Aber das ist jetzt nur so meine persönliche Meinung. Ja, ist doch so, oder? Jetzt lassen Sie uns mit all diesen Castingshows alleine. Jeden Abend wird am Fernsehen ja etwas gesucht, oder? DSDS zum Beispiel kennen Sie. Deutschland sucht den Superstar. Die Castingshow bei RTL mit 10 deutschen Sängern, die am Schluss den Schweizer gönnt. Oder Germany's Next Topmodel bei Heidi Klum. Die Heidi Klum mit dieser unglaublich sympathischen Stimme, oder? Das weg, oder? Als Mann sollte ja eigentlich geil werden, wenn du die Models dort siehst. Ich komme jedes Mal Hunger rüber. Das ist mir beim Bestatter noch nie passiert. Oder? Nein, furchtbar. Ich meine, das Gegenteil von Germany's Next Topmodel werden ja zum Beispiel SRF Landfrauenküche. Als ich das erste Mal gehört habe, ich dachte, es sei ein Bauernporno, Landfrauenküche. Ist es nicht, ja. Die Kollegen vom SRF zeigen ja leider nur Anti-Porno-Programme zur Nacht. Nachtwach zum Beispiel. Haben Sie schon mal Nachtwach geschaut? Nachtwach mit der immer betroffenen Barbara Bührer. Und sonst passiert nichts, ja. Das ist die ganze Sendeidee. Grossartig. Man schaut eine Stunde lang einer zu, wie sie zulassen. Super. Ja. Es gibt allerdings auch Sachen im Fernsehen, die ich wahnsinnig gerne schaue. Nur, dass es nicht so tönt, als würde ich nichts schauen. Ich habe zum Beispiel den ganzen Nachmittag, jetzt jeweils am Sonntag, die Auswanderersendungen geschaut. Oh, ich liebe es. Auf und davon und Goodbye Deutschland, wo eine deutsche Familie ohne nur ein Wort Spanisch können. Ziehen sie in ein Bergdorf auf Mallorca und eröffnet ein Solarium. Auf einer Insel, die 300 Sonnentage im Jahr hat. 3 Monate und 2 Kunden später, völlig überraschend, sind sie pleite. Das hat keiner gesehen. Ja. Aber das ist das Geile am deutschen Fernsehen. Die haben ja wie eine Wiederverwertungskette. Das heisst, sie sind jetzt zwar pleite, aber prominent. Sie dürfen ins Dschungelcamp. Und wenn sie noch einigermaßen aussehen, können sie als Quotenakte gehen. Ja? Eine pro Staffel ist ja immer nackt, oder? Ich habe, glaube ich, die Brüste von der Michaela Schäfer öfter gesehen als die von meiner Freundin. Aber die verdient jetzt dafür auch das Geld damit, oder? Die kommt x-tausend Euro über, wenn sie ihre Hupen noch einmal zeigen. Ja? Und das ist ja die Message, was heutige Fernseher die junge Frau hat. Wird billig, wird nackt, wird reich. Leider keine Pointe. Und auch bei uns hat es so langsam aber sicher ein, zwei Formate, ja, wo billige, nackte Frauen eine Heimat finden. Wenn bei uns gerne ein bisschen nackt und ein bisschen blöd bist, gibt es da nur eins, was du machen kannst. Der Bachelor. Ja, der Bachelor, ja. Der Bachelor, eigentlich ja wahnsinnig praktisch, weil wenn du etwas im Kopf hast, machst du den Bachelor an der Uni. Wenn du nichts im Kopf hast, machst du bei 3+. Super. Für alle etwas dabei. Alle versorgen. Wahrscheinlich fangen sogar an, die Unis jetzt dann ihr Benotungssystem umstellen, oder? Statt einer Note kommst du dann eine Rose über. Musst du dir mal vorstellen, stehst du vor dem Rektor und er sagt, es tut mir sehr leid, ich habe leider keine Rose für dich. Aber wir können sicher Freunde bleiben. Viele Leute fragen mich ja auch, Wujo, was kommt für dich nach dem Bachelor? Und dann sage ich, ist ganz klar, der Master. Wahrscheinlich nicht, Wujo. Aber das ist ja noch lustig, der Typ ist ja genau so, wie er am Fernsehen auch ist. Ihr kennt das, wenn man mit ihm mal abmacht, zum Beispiel für ein Videodreh, und das habe ich einmal gemacht, an einem Mittwochnachmittag um 3 Uhr, dann entsteht folgende Konversation. Nur ganz schnell der Hinweis, das ist jetzt nicht für das Comedy-Programm erfunden, das hat 1:1 so stattgefunden. Ja? Nachmittag um 3 Uhr, an einem Mittwoch, ich läute an seiner Tür, er macht Türen auf, sagt, ciao, Brate. Willst du etwas trinken? Sehr gern. Ein Cola. Ja, mit was? Mit Kohlensäure. Hey, Brate, jetzt sind wir erst. Mit was? Sag ich, Wujo, verdammt, es ist 3. Und dann schaut er mich an und sagt wortwörtlich: Ah, oh ja, sorry, mein Fehler. Willst du Wein? Tschüss!
Jan Büssner.